Hi, die ZB10 steht jetzt wirklich direkt vor der Tür und wenn ihr noch nicht angefangen haben solltet zu lernen, dann ist jetzt aller höchste Zeit. Fangt an, einfach jetzt, direkt, heute, sofort. Und zwar, wenn ihr nicht wisst wie, ganz einfach mit meinem Plan. Der ist absolut sicher, hat sich über die letzten Jahre total bewährt und wird euch ganz gut durch diese Zehnerprüfung durchführen. Schritt 1, ganz wichtig, ihr müsst euch jetzt fokussieren. Ja, kein TikTok mehr, kein Gaming, kein Handy überhaupt. Lasst das alles mal eine Weile liegen und konzentriert euch auf Mathe. Es lohnt sich, versprochen, aber ihr müsst jetzt echt euch reinhängen, weil wirklich nicht mehr viel Zeit ist. Um zu starten, braucht ihr erstmal einen Überblick über die Themen. Und den bekommt ihr mit der Themenliste auf meiner Website. So sieht die aus, könnt ihr euch kostenlos ausdrucken und das dann einfach wie eine Art To-Do-Liste nehmen. Jedes dieser Themen ist typisches ZP10-Thema und jedes dieser Themen müsst ihr können. Das bedeutet, und das ist auch schon Schritt 3, ihr müsst zu jedem Thema viele Aufgaben rechnen. So viele, wie ihr in der Zeit schafft, die euch noch verbleibt. Nehmt euch alte Klassenarbeiten, nehmt euch alte ZP10-Prüfungen, die findet ihr auch bei mir auf der Website, mit Videolösung sogar. Nehmt euch, wenn ihr Lust habt, sogar meine Lernzusammenfassung. Die gibt es gerade mit Rabattcode MAI24 24% günstiger und die hat alle Themen schülerfreundlich erklärt, immer mit einer Übungsaufgabe dabei und auch mit einem QR-Code zum Lösungsvideo. Es ist nämlich ganz wichtig, dass ihr zu jedem Thema eine Aufgabe rechnet, weil das Thema hat man erst dann so richtig verstanden, wenn man die Aufgaben dazu auch gut lösen kann. Und wenn ihr Sorge habt vor dem hilfsmittelfreien Teil, gibt es auch extra ein Workbook zum hilfsmittelfreien Teil, wo ganz viele typische Aufgaben aus alten Prüfungen zum hilfsmittelfreien Teil drin sind und auch immer mit Lösungsvideo. Wenn ihr also die Lernzusammenfassung durchgearbeitet habt, das Workbook zum hilfsmittelfreien Teil durchgearbeitet habt, dann kann euch in der Prüfung nichts mehr passieren. Und wenn ihr euch dann sicher fühlt und alles gemacht habt, dann geht ihr an die Generalprobe. So sieht die aus, die von 2024. Ihr könnt aber auf jeden Fall auf der Website auch die alten Generalproben durchrechnen. Und wenn ihr die gut hinbekommt, dann könnt ihr wirklich sicher sein, dass ihr eure Zehnerprüfung auch gut schafft. Und sollte euch irgendwie auffallen, dass ihr ein bestimmtes Thema gar nicht könnt, zum Beispiel Parabeln, ne? Dann geht zu YouTube und gebt in die YouTube-Suche ein Parabeln Magda Mathe. Und ihr werdet, versprochen, ganz viele Videos zu dem Thema finden, sogar Playlisten, die ihr durcharbeiten könnt. Und danach ist alles wunderbar klar. Sollten trotzdem noch Fragen sein, schreibt sie immer in die Kommentare. Ich bin hier für euch, um euch zu helfen. Und wir schaffen das gemeinsam. Apropos, letzter und vielleicht wichtigster Schritt des Plans. Bleibt optimistisch. Gebt niemals auf. Wir schaffen das zusammen. Schnappt euch ein paar Freunde. Teilt vielleicht auch dieses Video mit euren Freunden. Setzt euch gemeinsam hin. Ich bin auch hier für euch. Und dann schaffen wir das mit der ZP10 Mathe auf jeden Fall zusammen. Ich bin da ganz optimistisch, ich glaube an euch und ihr werdet das auf jeden Fall gut hinkriegen, wenn ihr euch jetzt reinhängt. Also, schnappt euch am besten direkt die ersten Videos mit den alten 10er Prüfungsaufgaben, macht euch ans Werk und ihr werdet sehen, das ist alles zu schaffen. Nur Mut, gemeinsam packen wir das. Ciao!